Hallo und willkommen zurück zu Let's Wimmel Abyss, die Geister von Eden. Das Bonuskapitel. Ich habe ein, ja, wie sagt man, ein klitzekleines Problem. Also das, was ihr jetzt hier seht, nehme ich zwar gerade live auf, aber ich habe es schon einmal gespielt. Denn ich habe gestern eigentlich alles fertig aufgenommen, soweit. Und heute beim Thumbnail erstellen habe ich gesehen, oh, die letzten zwei Parts haben ja überhaupt keinen Ton. Also, sprich, meine Stimme wurde nicht richtig aufgenommen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und deshalb versuche ich das jetzt hier eben mal schnell durchzuspielen. Denn, der Inhalator, die Glühbirne, der Fächer und der Klock. Ist natürlich jetzt blöd, jetzt muss ich das hier alles nochmal durchspielen. Oh, ich habe die Freunde jetzt schon wieder an. Komm, geh weg. Geh weg! So. Deshalb machen wir das jetzt hier eben mal ein bisschen Schnelldurchgang. Wir waren ja stehen geblieben, dass wir die Frau hier von unserem Widerstandskämpfer befreien wollen. So, zack. Den Schlüssel nehmen wir direkt mit. Komm. Mach kalter Schlüssel direkt zu heißer. Heißer Taste? Heißer Taste heißt. Heißtaste, genau. So, dann können wir das hier aufmachen. Ah. Ja. Jetzt müssen wir wieder gucken. Das kam, glaube ich, so dahin. Genau, das passte. Jetzt muss ich... Also ich muss quasi die beiden Stromdinger mit den beiden Glühbirnen verbinden. Und jetzt müssen wir gucken natürlich, welche Möglichkeiten passen jeweils. Der passt nicht. Also man kann sagen, wenn eine Seite passt, passt die andere auch. Theoretisch. Praktisch nicht. Okay, gehen wir von hier drüben. Machen wir es von hier drüben aus. Das passt nicht. Das passt auch nicht. Hoppala. Passt das denn? Nein, das passt auch nicht. Das passt auch nicht. Das passt. Jawohl. Dann sind jetzt die Ecken hier dran. Die passen auch. Und... Jawohl, es passt. Wunderbar. So, raus aus der Kälte. Hier einmal gucken. Da finden wir seine Frau. Jetzt findet er heraus, dass die hinter der Tür ist, die da links neben ist. Wait a minute. That room must be behind this door. Das ist jetzt Part 12, glaube ich, in dem ich gerade hier bin. Okay, wir brauchen das Fax. Dann nehmen wir die Schlüsselkarte mit. Dann einmal hier Schlüsselkarte vorhalten. Tür auf. Den Heizkörper nehmen wir mit. Sonst kann ich hier jetzt noch nichts machen. Erstmal wieder zurück. Da haben wir ein Wimmelbild wieder. So, dann kann der eben heizen. Dankeschön. Das Teppichmesser brauchen wir nämlich gleich für Papier, um das Faxgerät wieder in Gang zu bringen. Ja, ich kann aber vielleicht jetzt schon mal die Chance nutzen und von dem nächsten Projekt erzählen, was ich vorhabe. Was ist das denn? Achso, ein rotes Brett. Brettrot. Brettrot. Ich hatte vorgehabt, nee, Garn. Katze ist da, Tinte ist da, der Kamm ist da, die Flasche ist da und die Pfeife ist daneben. Ich hatte vorgehabt, als nächstes Rise, Son of Rome zu machen. Und ja. So, dann haben wir die Tinte schon mal drin. Jetzt brauchen wir noch das Papier, das finden wir hier. So, jetzt müsste dein Wimmelbild auftauchen, genau. Habe ich den Code hier auf einen Zettel draufstehen von gestern? Nein, das ist für was anderes. Bist du der Code? 35174. Jawoll! So, jetzt dafür brauchen wir noch die rote Schlüsselkarte, die hier liegt. Spitzerstift, der war da, dann mussten wir anspitzen. U-Boot ist da, das ist da. Das Bild ist übrigens aus Nightmares from the Deep 2. Die nächste ist, glaube ich, da auch ein Hinweis drauf. Da ist das Kreuz. Füllfeder.
Ah, das kommt dahin. Gefahrensymbol. Gefahrensymbol. So. Heftpflaster. Das ist eher so ein Band, so ein Klebeband. Ein Stempel. Da ist ein Stempel. Da ist die Laterne. Wo war das Gefahrensymbol? Da oben. Also ihr seht, ich weiß schon ungefähr, welche Begriffe wo liegen. Deshalb kann ich auch hier relativ schnell durchsprinten. So, 3, 5, 1, 7, 4. So, damit geht die Tür auf. Laura! Oh, thank heavens, I found you! So, die Kamera da unten zu bearbeiten. Just as soon as I disable that camera. So. Das Ding klemmt. Das brauchen wir. Oh, die Taste brauche ich aber auch. So, haben wir das drin. Hohe CPU-Auslastung, wieso das denn? Habe ich noch irgendwas nebenbei offen? Moment. Ja gut, dann machen wir das mal alles zu, was da ist. So, jetzt müsste es aber eigentlich gehen. So, während ich nämlich gerade hier mit euch spreche, und euch aufnehme, laden die Parts 8 bis 10, 8 bis einschließlich 11 hoch. 8 bis einschließlich 11 laden gerade hoch. Und ja. Dann machen wir einfach weiter. So, der Laserpointer ist dahinter. Den kriegen wir da mit dem Meißel raus. USB-Stick ist da. Rauch ist da. Feuerzeug, wo haben wir es denn? Da. So, damit ist der Rauch weg. Da brauchen wir noch einen Kuli, der ist da hinten versteckt. Die Ratte ist hier im Käfig. Da ist die Leber. Da ist die Zange. Da hinten ist die Pulslinie. Da ist der Verband. Da ist das Atom. Da ist die Stoppuhr. Und da ist der Wasserbehälter. Ja, ich weiß, das ist natürlich jetzt blöd, aber ich finde es auch jetzt irgendwie blöd, dass man jetzt hier machen würde. Ja, versuchen wir einfach mal. Mache ich mal einen auf doof und versuche es einfach mal. So, hier muss überall die Zahl 12 rauskommen, in der vertikalen, in der horizontalen und in der diagonalen. Und hier sind schon 12, also muss da zwangsweise die 0 hin. Die 0 ist da fix. Zwölf. So, das tauschen wir auch mal aus. Und jetzt... Also hier kommt 12. Die ist auf jeden Fall richtig. Das sind 13. Na. 13. Das sind 11. 12. Okay, das ist, die Seite ist richtig. Jetzt müssen wir die hier korrigieren. Überall 15. Das sind 6. Dann kommt da auf jeden Fall die 9 hin. Dann sind das 7. Das sind 16. Dann sind das 15. Das sind 18. War die 3? Ich meine aus der Erinnerung, die 3 war irgendwo da oben. Das sind jetzt 13. Müsste irgendwie noch mehr dazukommen. Das sind jetzt 11. 13, dann müssen noch 2 dazu. Das sind 15, das sind auch 15, das sind auch 15. Das sind jetzt 13. Was war das denn nochmal? So, das passt auch. Doch, jetzt haben wir die Reihe schon mal fertig. Die ist auf jeden Fall jetzt so richtig. Okay, die ist auch so richtig. Die Diagonale ist auch richtig. So, dann müssen wir die vielleicht tauschen und die mal tauschen. So, so ist mehr richtig. Und dann die beiden tauschen. Nein, das bringt nichts. So, hier haben wir jetzt 14. Ja, wunderbar. Ich habe das jetzt versucht aus der Erinnerung herauszumachen. Nicht so ganz gelungen.
So, was haben wir denn? Da ist das Puder. Okay, das Puder brauchen wir hierfür. Dann machen wir erst das Wimmelbild schnell. Die Büroklammer brauchen wir. Das Damenbrett ist da drin. Sternrot. So, da ist das Telefon. Da ist der Tacker. Da ist das Lineal. Da ist die Hand. Da ist der Schlüssel fürs Damenbrett. Mit dem Menschen ist der hier von Da Vinci gemeint. Eine Karte. Ich meine, glaube ich, damit die Postkarte, ne? Das war der Albatros, das ist der Kamm. Rose, die ist da. Und jetzt noch die Karte, die Karte. Da. Nicht? Ah, wo war denn jetzt die scheiß Karte? Ach, der Ding da. So, die Büroklammer. Nein, stopp. Dann können wir direkt hier bleiben. Nehmen wir das kalte Wasser mit. Wir brauchen nämlich jetzt heißes Wasser, um ein Ätzmittel herzustellen. Das findet ihr hier drauf, den Hinweis. So, da klemmt. Da müssen wir mit der Büroklammer einmal rein. Dann geht das Ding auf. Machen wir schon mal das Puder rein. Kippen mal Wasser rein. Mixen das einmal. So, es geht nämlich darum, dass wir die Kamera da oben aus Gefecht setzen müssen. So, und den Mechanismus dafür, den finden wir hier drin. So. So, wir sehen, die hat sich aus dem Bett raus bewegt. So, jetzt müssen wir das Ding... Ja, Dankeschön. Okay, Reihen und Spalten. Okay, das war, glaube ich, 1, 2, 3... ich hatte das letzte Mal auch schon nicht so ganz verstanden. 1, 2, 3, 4, 5. So, weiter geht's. Die Reihe ist fertig. Da müssen das jetzt 2, 3 sein. Oder? Ja, drei Spalten sind aktiv. Das sind offenbar die falschen Spalten. So, die Spalten sind richtig. Warum es jetzt nicht die ist, hier oben, weiß ich nicht. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit muss man jetzt ein Muster erstellen. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2. So, weiter geht's. Oh, bin ich jetzt im Einmarsch da durch? Hallo Auto. Okay. Drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Oh, wunderbar. Strom. Jemand könnte misstrauisch werden, wenn die Kamera ausfällt. Also machen wir sie auf Pause. So, jetzt müssen wir noch ein kleines Detail finden. Achso, das muss den Kreidestaub finden. Da ist der Kreidebatzen. Dann können wir den da drin ein bisschen zusammenstößeln. Nehmen wir den mit. Das Skalpell. Objektträger, das sind diese Glasdinger für Skalpell, ja, genau. Lupe, die ist da. Ich sammle gerade schon alles Mögliche ein, was mir gerade noch so in Erinnerung ist.
Ja, das war ja eigentlich alles. Na gut, habe ich das jetzt durchgezogen in einer Aufnahme. So, mit dem Sauger und rein zu Laura. I knew you'd find me. Please forgive me. I should have listened to what you had to say. Just promise me you'll take her away from here. I promise. But I'm taking you too. I can't leave, Greg. I'm dying. No, 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 you can't. I won't let you. There's nothing you can do. It pains me to say it. But you were right. Now take her. And protect her. She's all that matters now. I can't live without you. You must, Greg. For her. I love you. I know. And I wasn't right. We can't stand by and let innocent people suffer. And we can't let the beliefs Eden was founded on die. The Legates believe they've wiped out our desire for freedom. That they've scared us into obedience. But there's a resistance growing. And I'll fight in Laura's memory. And for my daughter's life. Ja, und dann beginnt dann der Widerstand in Eden. Das war jetzt bis die Geister von Eden. Habe ich sogar ein Part gespart. Das war jetzt ein Schnelldurchgang quasi. Tut mir leid, dass es so sein musste, aber ich denke mal, zwei Parts ohne Kommentierung ist auch nicht so dolle. Und Nachsynchro ist nicht so meins. Ich kommentiere das lieber live, wenn ich das spiele. Dann spiele ich das lieber einmal im Schnelldurchgang durch. Naja, also wie gesagt, Rise, Son of Rome kommt als nächstes. Wahrscheinlich, wenn ihr das seht, läuft das schon. Und vielleicht noch ein anderes Spiel, aber das muss ich erst noch überlegen. Ich habe es schon getestet, es läuft auch. Es läuft auch mit Shadowplay. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei diesem Let's Wimmel. Die Geister von Eden auch wieder aus dem Hause von Artifex Mundi. Alles weitere in der Videobeschreibung. Wie gesagt, jetzt kommen erstens zwei andere Spiele, dann wird auch 4-3 demnächst anfangen, dann habe ich die 4-Reihe auch komplett, dann ist mir noch eingefallen, dass ich ja irgendwann nochmal Medal of Honor Airborne spielen muss, damit ich die Medal of Honor Reihe für den PC fertig habe. Und das Spiel, was neben Rise Son of Rome kommt, ist, das hat auch noch einen zweiten Teil. Aber ich muss erstmal gucken, ich hatte den ersten Teil schon mal angefangen, habe die Videos aber später gelöscht wieder, weil mein ganz alter Rechner, also meine Freundin hat jetzt meinen Rechner, mit dem ich die auf 480p immer aufgenommen habe. Der hatte Probleme bei Fraps und so weiter, hatte gleichzeitig das aufzunehmen mit Steuerung. Und ja, das Problem habe ich jetzt hoffentlich nicht mehr. Ich denke mal, dass ich sie nicht habe, weil das Spiel ist aus dem Jahre 2006 und der Nachfolger ist aus dem Jahre 2009. Also von daher glaube ich nicht, dass es da noch irgendwelche Komplikationen gibt. Und ja, dann sehen wir uns ja dann wieder bei dem nächsten Projekt. Auf Wiedersehen.